So, liebe Freunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni. Wir sind wieder in Europa unterwegs. Zu Hause gegen Kiew. Ich will mal gerade in den Kalender gucken. Okay. Dann schauen wir uns mal die Mannschaftsaufstellung an. Heute sollen mal andere Spieler ihre Chance kriegen. Zwar wird Gianluca von Anfang an spielen. Dann werde ich den Daniel Fran mit auf die Bank nehmen. Und heute kommt mal Borswick Jackson mit. Leider hat das immer noch nicht geklappt mit dem Bildchen. Aber das kriegen wir schon noch gelöst. Schulz braucht auch noch mal ein Bildchen. Das wäre jetzt noch mal an Alex eine Bitte für Nick Schulz. Ich sag noch mal die Daten. Also das wäre Schulz NI und Geburtsdatum wäre 13.06.1994. Du kennst dich ja aus mit der ganzen mit dem ganzen Prozedere. Also 13.06.1994 für Nick Schulz ein kleines Bildchen. Das wäre schön. Und und ich wollte auch gerne wieder Reimann von Anfang an spielen lassen. Weil er ist eigentlich meine Nummer 1, weil wenn man sich mal vorstellt, er hat hier drei Sterne, Lute nur 2,5. Aber er hat eine Form von 14, er eine Form von 12. Ich darf mir die beiden nicht versauern lassen. Deswegen kriegt er jetzt mal eine Chance und ich will Borswick Jackson auch mal von Anfang an spielen lassen. Genau wie ich jetzt auch mal wieder Jennecke reinbringen werde. Werden so ein bisschen durchwechseln und Segment kriegt auch mal von Anfang an die Chance. Und Kai Mahnstein kriegt seine Chance. Okay, dann schauen wir uns mal den Gegner an. Das wird nicht leicht, aber wir werden ein ordentliches Preisgeld aussetzen. Da wollen wir mal sehen, ob es flutscht. Neue Spieler im Team, neues Glück. Ich muss so ein bisschen rotieren. Wir stehen ja recht gut in der Europa League im Moment, sodass wir uns auch hier durchaus ein Unentschieden oder vielleicht auch eine Niederlage mal erlauben können. Aber dann sind wir wieder fürs nächste Bundesligaspiel fit, weil die Bundesliga hat für mich ganz klare Priorität. Deswegen hier auch so ein bisschen die Wechselei. Und so wie es aussieht, wird Mido auch heute wieder zum Einsatz kommen. Also, auf geht's. Viel Spaß. Euer Meloni. The groove aside bomber, mic in my vest, tight strapped to my chest like I'ma run up in the party, holler and be like, so, FC Hansa Rostock, Teams Meloni sind bereit, in der DKB Arena zu Hause den Leuten hier ein schönes Europapokalspiel zu liefern. Aber ihr habt es ja schon im Vorbericht gesehen, mit dabei von Anfang an Gianluca Star, der immer besser in die Mannschaft hineinkommt. Segmen, der auch öfters mal die Chance bekommen soll, von Anfang an zu spielen, um zu sehen, ist er stärker wie Aftejai oder ist Aftejai stärker. Wir werden sehen. Und Jackson, weil wir auch ein gutes Update brauchen, falls Marcos sich mal verletzt oder wegen einer gelb-roten Sperre mal nicht da ist, dass wir da auch nicht zu schwach sind. Und Kai Mahnstein, von euch gefordert, jetzt auch im Team drinne. Und na, schauen wir mal, bis jetzt 7 Minuten gespielt, wir sind in der Offensive, Kiew bis jetzt noch nicht gefährlich vor unser Tor gekommen. Das kann sich sehen lassen und da legt Kai Mahnstein das erste Mal eine Blutgrätsche hin. Und jetzt kommt der Freistoß und da müssen wir aufpassen. Und da ist Reimann, der heute wieder von Anfang an spielt. Ist eigentlich meine gesetzte Nummer 1.
aber ich muss Lute hin und wieder auch mal die Gelegenheit geben. Deswegen rotieren die beiden auch ein wenig. Ich denke, im internationalen Bereich soll sich Reimann auf jeden Fall verbessern. Deswegen auch heute der Einsatz. Den Ball hat er ganz sicher hoch abgeschlagen. Da ist Siegmann, setzt sich gut durch. Auf Gianluca Starr, der geht in die Mitte und da ist Lennart Tai. Lennart, ach, da musst du dich schneller bewegen, Lennart. Mein Gott, läuft, als wenn er hier irgendwo auf hohen Eiern unterwegs wäre. Junge, da muss mehr kommen. Und da ist wieder Siegmann. Und wir sehen, Gianluca setzt sich hier mit seinem ganzen Körper ein. Also der haut richtig rein, der Junge. Gefällt mir immer besser, macht mir immer mehr Freude, dass ich ihn aus der Reserve, Quatsch, aus der Jugend rausgeholt habe. Und da ist Kai Mahnstein, der von euch so oft gefordert wurde, der mehr Spielpraxis bekommen soll, weil er ein Vier-Sterne-Talent ist. Aber wir haben die Thematik ja schon öfters. Aftedja ist ja auch ein Vier-Sterne-Talent. Obwohl dieses Jahr, muss ich sagen, ist er wesentlich besser unterwegs wie letztes Jahr. Also da will ich jetzt mal nicht zu streng sein. Und da ist Gianluca. Gianluca. Ah, verliert den Ball. Schade. Bei Gianluca bin ich ein bisschen gnädiger, weil er halt immer wieder Tore erzielt. Er ist schweinegefährlich und vor allen Dingen, ihr denkt bitte noch an sein erstes Tor, er ist sehr athletisch unterwegs. Die Gegner, die haben schon Respekt vor ihm. Er ist ein Bulle da vorne. Und wenn der zur Sache geht, dann wird es echt heftig. Klingenburg. Lennart. Auf Siegmann. Siegmann und ach, schade, da wäre fast noch Gianluca. Da stand er auf dem falschen Fuß, sonst wäre er da noch dran gekommen. Hätte abstauben können. Aber gute Aktion hier meiner Mannschaft. Und der nächste Kopfball von Gianluca. Aber den konnte er nicht mehr drücken. 33 Minuten gegen Kiew, 0:0. Das musste auch erstmal wuppen. Das musste erstmal schaffen. Wieder Gianluca im Zweikampf. Setzt sich durch, aber dann der Pass war schlecht. Der war einfach schlecht. Mahnstein, schön überlegter Pass auf Schmitzekatz. Klingenburg hinten räumt da wieder gut ab. Und da ist Gianluca! Schade. Haben sie ihn gerade im letzten Augenblick, als er einschießen wollte, haben sie ihn noch gestört. Und dann kam er nicht mehr richtig kontrolliert zum Schuss. Sonst wäre das gefährlich geworden für Kiew. Aber jetzt Kiew über außen. Nee, Fehlpass. Ich wäre mit dem Unentschieden hier am Ende zufrieden, wenn diese Mannschaft hier ein Unentschieden gegen Kiew schaffen würde, wäre ich hochzufrieden. Denn wie gesagt, Hauptpriorität liegt bei mir in der Bundesliga, nicht im Europapokal. Wenn wir die Möglichkeit haben, und die haben wir ja im Moment ja, in Europa weiterzukommen, dann kriegen wir weitere Einnahmen in die Kasse. Aber jetzt hier die Riesenchance für Kiew. Aber der Stürmer nutzt es nicht. Verzieht hier und Reimann braucht noch nicht mal eingreifen. Ja, das war natürlich eine Riesenchance. Ich glaube, wenn den Gianluca gehabt hätte, den hätte er reingehauen mit dem Torwart. Da sehen wir ihn, Gianluca. Okay, erste Halbzeit rum, 0:0. Ich bin erstmal zufrieden mit der Mannschaft, mit der Leistung. Ja, Degmen natürlich jetzt. Das ist nicht so pralle. In der zweiten Halbzeit drehen wir auf und jetzt will ich hier nochmal den Einsatz erhöhen. Und ich ziehe die Abwehr nochmal höher, diesmal auf 75. Wir wollen die jetzt richtig unter Druck setzen. Und dann geht es volle Pulle. Volle Pulle in die zweite Halbzeit. Ich denke, die Spieler haben die Luft dafür, sind Vollprofis. Wir müssen Kiew jetzt ein bisschen mehr unter Druck setzen. Natürlich laufen wir Gefahr, jetzt in Konter reinzugehen, wenn wir so offensiv sind, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ich will, dass meine Mannschaft hier das 0:0 hält oder vielleicht sogar, dass wir das Bessere hier noch ein Ergebnis erzielen, dass sie gewinnen. Nämlich ein Tor vielleicht oder zwei Tore. Da haben wir vorne mit Gianluca auf jeden Fall die richtigen Stürmer vorne drin, die sowas schaffen können. Aber wir dürfen sie nicht kommen lassen, die Ukrainer. Da ist Gianluca. Schöner öffnender Pass, aber den kriegt er nicht mehr hier, der Lennart. Schade.
Guti gehen. Schön den Ball erkämpft. Lennart. Jetzt haben wir ein bisschen Luft vorne. Fadi. Ach, nee. Das war gar nicht Fadi. Das ist ja Jelinek. Jennecke. Verwechsel ich jedes Mal. Aber Jennecke spielt gar nicht mal so schlecht. Aber ich will jetzt hier Segman austauschen. Da kommt Aftejai rein. Und Gianluca lasse ich mal noch einen Augenblick drin. Und dann könnte Daniel Fran noch kommen. Da ist Segman mit einem schönen Pass jetzt hier auf Lennart. Torwart kommt raus. Segman setzt nach. Segman. Lennart. Ach, da muss er sich durchsetzen lernen. Aber er braucht auch noch ein bisschen Zeit in der ersten Liga. Das geht nicht so schnell, solche Entwicklungsstufen. Jetzt aber ein schöner Pass hier auf Jennecke. Aus und da kommt Aftejai rein. Und ich werde auch gleich Daniel Fran noch bringen hier in den letzten Minuten. Das machen wir jetzt auch. Werden wir Daniel Fran für den doch heute etwas enttäuschenden Gianluca. Aber das ist nicht schlimm. Das ist ein junger Spieler. Das nehmen wir gerne in Kauf. Und ich bringe auch Markus noch hinten für Jackson, damit wir so ein bisschen mehr Wucht jetzt reinkriegen ins Spiel. Und da ist er wieder. Sollte sich ja auch ein bisschen ausruhen für die Bundesliga. Und da ist Daniel Fran. Holt sich den Ball hier. Und das ist leider abseits. 69 Minuten 0:0. Bis jetzt bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Hält sich ganz wacker gegen Kiew. Da ist Aftejai. Schön auf Jennecke gespielt. Der setzt sich aber durch jetzt hier. Pass in die Spitze. Da kommt von hinten Schmitzekatz. Schmitzekatz. In der Mitte lauert Lennart, aber der Pass kam leider etwas ungenau. Botigin räumt gut ab da hinten. Schmitze. In den Lauf rein auf Daniel Fran. Tai. Oh, das war eine gute Chance. Oh, das war eine richtig gute Chance. Und da gibt es eine gelbe Karte. Das heißt, wir kriegen also keinen Eckball, sondern wir kriegen einen Freistoß. Und das ist jetzt gut, weil der gute Markus mit drin ist. Und das dürfte seine Entfernung sein. Oh ja, das ist eine gute Standardsituation für uns. Und aus der Position hat er schon das ein oder andere Tor gemacht. Und ich traue ihm das zu. In die Mauer rein. Schade eigentlich. Schade. Aftejai. Lennart. An den Pfosten. Oh, war das eine Chance. Jetzt haben wir also schon zwei hochkarätige Chancen gehabt. Leider nicht genutzt. Und die Russen, die Ukrainer im Gegenzug hier. Und Botigin passt auf. Abwehr steht gut. Noch 6 Minuten offizielle Spielzeit. Lennart sucht Fran. Aber der Pass war sehr ungenau. Hier nochmal über links. Nee. Das kostet viel Kraft, wie meine Mannschaft jetzt hier spielt. Aber sie machen das gut. Jennecke. Ungenauer Pass wieder von ihm. Klingenburg. Nochmal Jennecke. Der Pass kommt jetzt gut. Und da kommt... Ah! Die nächste hochkarätige Chance. Lennart hat jetzt wirklich Pech, aber trotzdem. Ein spannendes Spiel, was wir hier sehen. Und dann rennt er schon wieder zurück und erkämpft sich den Ball. Nochmal Jennecke, nochmal in die Spitze, aber diesmal ist abseits. Ach, das ist schade. 90 Minuten sind rum. Kiew wechselt nochmal aus. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir das 0:0 halten. Und kein Fehler jetzt da hinten. Gut. Gut verteidigt. Und da ist es aus, 0:0. Bin sehr zufrieden mit dem, was meine Mannschaft geleistet hat. Von den Chancen her hätten wir es wirklich 2-3 Mal verdient gehabt, hier zu gewinnen. Wir sehen uns gleich beim Nachbericht. So, und da sind wir auch beim Nachbericht. Und wie gesagt, Chancen waren echt sehr, sehr viele da. Da muss man ganz einfach sagen,
Da hat Kiew riesengroßes Glück gehabt. Von der Mannschaftsleistung offensiv, da sehen wir, da sind natürlich schlechte Werte, 4,5, 4,5 bei Lennart, bei Segman, bei Gianluca, aber die Abwehr hat gute Leistungen gebracht und vor allem unser Kapitän Botygin ist da mit hervorragender Leistung vorweg marschiert. Ergebnisse, das ist eigentlich das, was zählt und da sind wir nach wie vor nach dem vierten Spiel da recht gut dabei. Die nächsten Spiele, da, das kann ich euch jetzt schon versprechen, werden wir mit Top-Besetzung auflaufen. Da wird also nicht so wie heute rotiert, sondern da werden dann die Akzente gesetzt, weil im Moment sieht es so aus, wir haben noch zwei Spiele, wir haben gute Chancen in dieser engen Gruppe hier, vielleicht dann doch noch eine Runde weiterzukommen. Okay. Oh, nächster Gegner zu Hause gegen Werder Bremen, da freue ich mich drauf. Das wird hier ein schönes Spiel. Tobias Jennecke, sehe ich gerade, hat sich beruhigt. Nehmen wir mal die Sachen hier mit. Lute hat Trainingsziel erreicht. Müssen wir mal gucken, wie das da aussieht. Dann können wir das wohl rausnehmen. Ja, das können wir sogar noch ein bisschen erhöhen. Das lassen wir mal. Okay. Okay. Jennecke hat sich beruhigt, ne, dass ich das Vertrauen ihm ausgesprochen habe. Nächstes Spiel brauche ich in Topform. Ja, da hat er ein bisschen rumgemault, dafür geht er dann auf die Bank. Er hat sich eine Leistenzerrung, 4 Tage, ne, das ist nicht so schlimm. Er für 11 Tage hier in der zweiten Mannschaft. Ruprecht ist wieder fit. Okay, dann würde ich sagen an dieser Stelle, Servus und macht's gut. Und wie gesagt, schönen Samstag. Ihr seht, ich mache hier gerade eine längere Session, die ich aufnehme, weil ich nachher bei dem schönen Wetter natürlich raus möchte. Und dann kann ich euch das nachher noch hochladen und dann habt ihr auf jeden Fall Fußball wieder von Smiloni. Und mal schauen, vielleicht mache ich sogar heute 2 Folgen hoch. Das heißt, dann würdet ihr diese heute noch am Samstag sehen. Und die folgende, das wäre dann die Folge 183, das wäre das Spiel gegen Bremen. Das würdet ihr dann morgen am Sonntag sehen können. Okay, in diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Euer Smiloni.